So, dann kämen wir als nächstes zum Tagesordnungspunkt 3, die Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates. Und wie ich es eingangs gesagt habe, wir starten mit Fraktion Die Linke. Herr Kiesling, bitte, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, mitten in unserer Stadt, etwa 100 Meter von der Synagoge entfernt, am Altstädter Brückenkopf der Carola-Brücke, steht ein Hinweisschild mit folgendem Text. Ich bitte Sie, mich verlesen zu lassen. Der heißt Deutsch-Britischer Rosengarten, die Überschrift, und dann steht dort: Dieser Rosengarten ist den vielen Dresdnerinnen und Dresdnern aller Glaubensrichtungen und den damals in der Stadt anwesenden Flüchtlingen und Vertriebenen gewidmet, die im Feuersturm am 13. und 14. Februar 1945 umgekommen sind. Der Rosengarten ist ein Symbol für die Versöhnung zwischen Großbritannien und Deutschland und soll der Hoffnung auf ein friedliches Miteinander aller Völker Ausdruck verleihen. Er ist eine Spende des Dresden Trust, der sich seit 1993 für die britisch-deutsche Versöhnung und Freundschaft einsetzt. Das ist der Text. Diese Tafel ist verwittert und kaum noch leserlich. Die Rosen sind verdorrt. Einzig die Rosensorte Remember Me trug im August dieses Jahres eine Blüte. Alle anderen, darunter die Rosensträucher Geschwister Scholl, Remembrance oder auch Frauenkirche, scheinen abgestorben. Bereits im Oktober 2021 berichtete eine Dresdner Tageszeitung über diesen Zustand. Im August diesen Jahres griff eine andere Zeitung den unveränderten Zustand auf. Und meine ersten Fragen sind: Was wurde seit dem erneuten Pressebericht unternommen, um den Zustand zu verbessern? Und wann genau wird der deutsch-britische Rosengarten in einen vorzeigbaren Zustand versetzt? Und das betrifft sowohl die Bepflanzung als auch die Erinnerungstafel. Die Beantwortung übernimmt die zweite Bürgermeisterin, Frau Jenichen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Kiesling, danke für Ihre Frage. Die Rosen waren, wie Sie ja auch gesagt haben, eine Schenkung des Dresden-Trusts an die Landeshauptstadt, die die Pflanzung und Pflege übernommen hatte, damals an diesem Standort, weil wir den Rosengarten noch nicht hatten. Das war eine dankenswerterweise Initiative des damaligen Vorstandsvorsitzenden des Dresden-Trusts, Alan Russell, an den sich ja viele noch erinnern werden. Der wirklich beklagenswerte Zustand liegt nicht daran, dass die Fläche nicht gepflegt worden wäre, sondern dass dort ein Unkraut gewachsen mit sehr nachhaltig wachsenden Disteln erfolgt ist, das haben Sie sicher auch gesehen, die zum Schluss die Pflege unlösbar machten und auch nicht entfernt werden konnte. Deshalb wird zurzeit dieses Beet erneuert und das neue Rosenbeet wird dann mit einem Wurzelschutz und einem speziellen Mulch so gestaltet, dass wieder Rosen dauerhaft wachsen können. Die Details würde ich Ihnen schriftlich zukommen lassen, dass wir nicht zu viel Zeit hier verlieren. Aber es ist leider nicht möglich, diese originalen britischen Rosensorten wieder zu beschaffen, weil durch den Brexit Großbritannien ja nicht mehr zur EU gehört und die Zollbestimmungen tatsächlich das Ganze immens verteuern und komplizieren. Deshalb ist in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden eine Wiederherstellung der Farbwahl und Kombination mit Sorten, die den vorhandenen ähneln oder denen nachgezüchtet werden, vorgenommen worden. Auch in Absprache der Fachleute, die die Versuchsfelder in Pillnitz betreiben. Und so wird dann das Rosenbeet an der Altstädter Seite der Carola-Brücke im Herbst wiederhergestellt sein und dann, wenn die Brücke saniert ist, auch wieder ausstrahlen und hoffentlich haltbarer sein. Wir können uns sehr gut vorstellen, an einer anderen Stelle im Rosengarten, das bietet sich ja an, den es inzwischen gibt, diese britischen Rosen wieder zu pflanzen und dann auch die Stähle wieder einzulagern. Die Frage ist, wie kriegen wir sie beschafft? Das ist momentan unklar, weil die neue Generation des Dresden-Trusts jetzt dieses Rosenbeet auch nicht mehr so im Blicke hatte. Ich würde das aber zum Anlass nehmen, das mal prüfen zu lassen. Bis dahin wird die Stele im Lapidarium eingelagert. Das Nähere dann noch schriftlich. Gestatten Sie noch eine Nachfrage dazu. Da ja die, wie Sie sagen, neue Generation des Dresden-Trusts nach der zweiten Berichterstattung auf die ganze Sache aufmerksam geworden ist, sich an die britische Botschaft gewandt hat in Berlin, die dann über den Honorarkonsul in Dresden wiederum mit mir Kontakt aufgenommen haben, bitte ich Sie jetzt noch sagen, die Frage zu beantworten, welchen Oberbürgermeister ist angemessener, ob die Landeshauptstadt Dresden bereit ist, Vertreter des Dresden-Trusts zu empfangen,
um über die Zukunft dieses Rosengartens oder einer anderen geeigneten sozusagen Einrichtung zu diskutieren, die die Versöhnung zwischen Großbritannien und Deutschland symbolisieren kann und dann eben nicht mehr so verwahrlost ist. Ja, sehr gern, dann kommt das Thema ja voran. Also wenn Sie mir den Kontakt gerne weiterleiten würden, dann würden wir das veranlassen. Noch? Was bleibt jetzt noch zu sagen? Also natürlich sind die Kollegen herzlich willkommen. Wir sind ja auch im Austausch. Bedarf nie einer Stadtratsanfrage, sondern einfach einen direkten Zugehen und dann ist das gesetzt. So, wir machen weiter bei den Fragen Fraktion. SPD, Herr Dries. Herr Oberbürgermeister, wegen Schwierigkeiten bei der Vergabe von Bauleistungen musste die Sanierung des östlichen Krachtbrunnens auf dem Neustädter Markt verschoben werden. Laut Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden vom 12. September diesen Jahres kann der geplante Baustart im Oktober nicht gehalten werden und muss auf 2024 verschoben werden. Die Finanzierung basiert auf einer Förderung durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 500.000 Euro. Dazu würde ich gerne zwei Fragen stellen. Zum einen die erste Frage. Der Zuwendungsbescheid vom Freistaat Sachsen liegt der Stadt seit dem 24. November letzten Jahres vor, weswegen sich uns da die Frage gestellt hat, warum die Ausschreibung, die jetzt aufgehoben werden musste, eigentlich so lange gedauert hat und so lange hat auf sich warten lassen. Und in der Pressemitteilung wurde auch gesagt, dass es dass der Antrag auf Übertragung der Fördermittel noch nicht gestellt ist. Da würde ich gerne erfragen, ob dieser Antrag inzwischen gestellt worden ist, damit die Fördermittel auch nicht verloren gehen und wie Sie die Erfolgsaussichten bei diesem Antrag einschätzen. Auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Bürgermeisterin Jeniken. Sehr geehrter Herr Stadtrat Drebs, vielen Dank auch für diese Frage. Die Planung an der Sanierung des Brunnens, denkmalgerechte Rekonstruktion, natürlich besondere Anforderungen, wurde im September 2022 durch mehrere beauftragte Planungsbüros begonnen und die Ausschreibungskriterien für drei Lose des Bauvorhabens wurden erarbeitet. Mit dem spezifischen Leistungsverzeichnis, die Planungen wurden im Januar 2023 fertiggestellt. Die Ausschreibung dieser großen Investitionsbeträge konnten jedoch erst nach Freigabe des Doppelhaushaltes 23/24 beginnen, so wie es immer ist in der Verwaltung. Diese Freigabe des Haushaltes erfolgte am 27. April 23. Danach wurden die fertigen Ausschreibungsunterlagen aller drei Lose umgehend an das zentrale Vergabebüro zur Ausschreibung übermittelt. Da alle Ämter, die Ausschreibung vorhatten, diesen Weg gewählt haben, hat das zentrale Vergabebüro das nicht alles gleichzeitig abarbeiten können. So kam es, dass erst Anfang August 2023 dann die Veröffentlichung der Vergabeunterlagen durch das zentrale Vergabebüro erfolgte. Die Submission der drei Lose fand am 1. August statt. Da wurde eben festgestellt, wie Sie es auch selber in der Einleitung schon sagten, dass die Gebote so teuer waren, dass wir uns für eine erneute Ausschreibung und dann entsprechende Verhandlungen entschieden haben. Deshalb wurde mit dem Fördermittelgeber, dem Landesamt für Denkmalpflege, vereinbart, dass der Antrag gestellt wird, sobald die neue Terminkette für die Vergabe feststeht. Das läuft ja gerade. Spätestens jedoch im November 23. Aufgrund dieser Vorabstimmung und aufgrund des gemeinsamen Interesses, dass dieses besondere Objekt ostdeutscher denkmalgeschützter Kultur fertiggestellt wird, gehen wir davon aus, dass dem Antrag dann auch bewilligt wird und würden dann den Stadtrat auch informieren über die neue Terminkette. Danke schon mal für die Antworten. Nur noch mal Verständnisnachfrage. Also der Antrag selber ist sozusagen noch nicht gestellt, weil die Terminkette noch nicht hundertprozentig fest ist. Richtig, aber okay. Es gab eine Vorabsprache und die haben gesagt, na, ihr stellt den Antrag dann, wenn ihr die Zeit kennt, weil wir ja noch um die Finanzierung, um die Höhe der Gebote ringen. Ich gehe aber davon aus, dass die Förderung weiter zur Verfügung steht, sonst hätten wir auch gar nicht ausschreiben dürfen. Ne? Also so die Vorabstimmung. Dann drücken wir uns mal allen die Daumen. So, als nächstes FDP-Fraktion, Herr Blüttner. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Anfrage beschäftigt sich mit den Lehrer-iPads aus dem Digitalpakt. Viele iPads wurden ja bereits ausgeliefert und direkt den Lehrern zugeordnet. Sie sollen die Arbeit der Lehrer unterstützen.
Folgendes Problem: Den Lehrern wurde untersagt, die iPads mit nach Hause zu nehmen. Eine Unterrichtsvorbereitung oder ein Vertrautmachen damit ist deutlich erschwert möglich, teilweise auch gar nicht, weil ja auch, wenn man das in den Schulen zur Vorbereitung nutzt, Bandbreiten und Ähnliches gar nicht ausreichen, um sinnvoll das zu benutzen. Die Anweisung kam offensichtlich durch das Schulverwaltungsamt, wie uns E-Mails nahelegen. Die Stilblüte dazu ist, dass es für diese iPads auch noch eine Schulung gab. Die lehrerbezogenen iPads sollten dort geschult werden im neuen Medienpädagogischen Zentrum, und eben jene personenbezogenen iPads durften dann auch zur Schulung nicht mitgenommen werden, weil sie eben das Schulgebäude nicht verlassen dürfen. Wir haben da auch etwas recherchiert, aber das scheint ja eine sehr Dresden-spezifische Entscheidung seitens des Schulverwaltungsamts zu sein. Überall anders scheint das zu funktionieren. Deshalb meine Frage: Wie sieht die Regelung für über den Digitalpakt Schule angeschaffte iPads in Dresden konkret aus, und warum dürfen Lehrer diese Geräte nicht außerhalb des Schulgebäudes nutzen, obwohl die Förderrichtlinie dem nicht entgegensteht? Welche Bestimmungen und Nutzungsvereinbarungen wurden hier gegebenenfalls mit Anbietern der iPads getroffen, und warum wurden diese so gemacht? Hier übernimmt die Beantwortung der erste Bürgermeister, Herr Thunhauser. Ja, lieber Herr Löthner, um vielleicht noch mal ganz kurz mit Zahlen aufzuwarten: Wir haben für die Lehrerinnen und Lehrer insgesamt ca. 4.700 mobile Endgeräte beschafft und ausgeteilt. Das sind sowohl Tablets, aber auch iPads, wie schon in der Fragestellung gefragt. Die Schulen konnten hier selber entscheiden, ob sie sich für das eine oder andere entscheiden. Wir haben dafür rund 3,2 Millionen Euro Fördermittel vom Land bekommen. Das heißt also, einen Großteil, den übergroßen Teil hat also der Freistaat Sachsen getragen. Wir haben nochmal knapp 650.000 Euro Eigenmittel aus dem laufenden Budget mit dazugetan. Das, was Sie gerade gesagt haben, kann ich nicht bestätigen. Seit das Amt für Schulen wurden keine Einschränkungen bzw. des Nutzungsorts vorgegeben. Deswegen, was ich ja vor 3 Wochen schon mal zur 59 gesagt habe, würde mich schon mal interessieren, was es da für E-Mail-Wechsel gibt, um das auch für mich noch mal nachvollziehen zu können. Auf jeden Fall, ich hatte heute extra noch mal nachgefragt, im Amt für Schulen gibt es da keine Einschränkung, was den Nutzungsort angeht. Lediglich ist zu beachten, dass also die iPads im Besitz des Schulträgers bleiben und jetzt nicht im Eigentum der Lehrkräfte sind und diese dann demzufolge auch leihweise ausgehändigt werden. Dazu nochmal die Nachfrage: Sind Sie sich da sicher, dass es da entsprechend keine Anweisung gibt? Weil mir liegt direkt eine E-Mail einer Schulleiterin an die Lehrer vor, die sich direkt auf eine Anweisung seitens des Schulverwaltungsamtes bezieht, dass eben jene iPads in der Schule verbleiben müssen. Ich muss mich darauf verlassen, was mir das Amt für Schulen sagt, und deswegen nochmal die Bitte, mir diese E-Mail weiterzuleiten, und da würde ich dem mal nachgehen. Dann werden wir das machen. So, es geht weiter mit der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger und Frau Wendt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 15. Juni 2023 äußerte sich der Sportbürgermeister in der Stadtratssitzung zur Schwimmhalle Klotsche folgendermaßen, und ich zitiere jetzt: Dass die Bäder GmbH der Stadtverwaltung ein weiterentwickeltes Konzept vorgelegt habe, welches nun aus sportstrategischer Sicht bewertet werden soll. Eine entsprechende Vorlage werde nach der Sommerpause im Ältestenrat eingebracht, sodass eine Beschlussfassung des Stadtrates im November 2023 möglich sei. Zur Schwimmhalle Klotsche werde derzeit eine Informationsvorlage erarbeitet, welche ebenfalls nach der Sommerpause im Ältestenrat eingebracht werde, sodass diese den Mitgliedern für die Stadtratssitzung am 7. September 2023 zur Information vorgelegt werden könne. Bestandteil der Informationsvorlage werde der Planungsfortschritt und die Darstellung der Finanzierungsmodelle sein. Die entsprechende Vorlage zur Entscheidung für den Stadtrat werde eingebracht, wenn der Sächsischen Aufbaubank eine gesicherte Gesamtfinanzierung dargestellt werde. Alle genannten Zusagen wurden leider nicht eingehalten. Weder gibt es eine Vorlage zum Bäderkonzept noch eine Vorlage zur Schwimmhalle Klotsche. Dazu habe ich jetzt folgende Fragen. Wann wird die Bäder GmbH einen erneuten Fördermittelantrag bei der Sächsischen Aufbaubank für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotsche stellen? Und ist der Eigenanteil gesichert? Wann bekommt der Stadtrat das Finanzierungskonzept
für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche vorgelegt? Wann ist der Termin für den Baubeginn und wann bekommt der Stadtrat das Bäderkonzept vorgelegt? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister Donhauser. Auch hier nochmal vielen Dank. So wie ich es ja vor 3 Wochen schon mal auf Nachfrage der SPD-Fraktion Herrn Treves gesagt habe, wird die Bäderkonzeption Anfang 4. Quartal in den Stadtrat eingereicht. Das hatte ich vor 3 Wochen und das hat sich auch nicht geändert. Begründet, dass wir hier immer noch in internen Abstimmungen sind und ich kann mich noch erinnern, wie Kollege Engel da ein bisschen gelächelt hat. Ich habe gesagt, das sind wirklich interne Abstimmungen und die bleiben auch intern. Also insofern hat sich da an diesem Sachverhalt nichts geändert und das Gleiche gilt auch für die Vorlage, was die Informationsvorlage, was die Schwimmhalle Klotzsche angeht. Die Bäder GmbH wird den Antrag stellen, was die Fördermittel angeht und ganz konkret auf die Nachfrage, ob die Eigenmittel gesichert sind, die sind nicht gesichert. Eine Nachfrage hätte ich noch mal, weil die Frage ist nicht beantwortet worden. Wann kommt das Finanzierungskonzept? Hatte ich gerade gesagt, auch diese Vorlage und Finanzierungskonzept heißt Informationsvorlage über Finanzierungsmöglichkeiten. So habe ich es auch gesagt und nicht Finanzierungskonzept. Die können wir auch Anfang 4. Quartal erwarten. Dankeschön. So, es geht weiter mit der Fraktion Dissidenten und Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Dresden hat in den letzten Jahrzehnten sich zu einem deutschen und europäischen Zentrum für die Chipindustrie entwickelt. Diese Entwicklung ist gut und schön und grundsätzlich ist das natürlich auch als positiv zu bewerten, dass wir ein solches Zentrum geworden sind. Allerdings kann unsere Fraktion sich nicht des Eindrucks erwehren, dass der Stadtrat als lokalpolitisch entscheidendes Gremium bei mehr oder weniger allen Prozessen und Verhandlungen so gut wie herausgehalten wird und wurde. Nun gibt es allerdings eine Entscheidung, bei der, also es gibt dann natürlich auch immer Entscheidungen, wo der Stadtrat dann gefordert ist. Wir müssen eine Vorlage entscheiden, also zum Beispiel heute ist ja auch eine auf dem Tablett hier im Stadtrat. Und das heißt also, dass der Stadtrat sehr wohl entscheiden muss, aber vorher nicht gefragt wurde. Bei der Vorlage, die wir heute besprechen, da wird es, also es geht da um das Abwasser, da gibt es dann eine Sonderauszahlung von ungefähr 11 Millionen, die so in Richtung Kita gehen soll. Allerdings in einer Vorlage, die wir jetzt im nächsten oder übernächsten Mal haben werden, werden wieder ungefähr die gleiche Summe, also 11, 12 Millionen, dem Kita-Bereich entzogen und zu einer städtischen GmbH gegeben. Das zur Vorrede und nun zu meiner Frage und dann noch eine Nachfrage. Zum allgemeinen finanzpolitischen Verständnis bitte ich Sie darum, das Folgende zu beantworten. Ist es korrekt wiedergegeben, dass Gewinne aus einem Unternehmen der Stadt über den Eigenbetrieb Kita an ein anderes Unternehmen der Stadt umgeleitet werden? Und wie viele Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet die Stadtverwaltung in den nächsten 10 Jahren aus der Chipindustrie an sich und aus den Neuansiedlungen der Chipindustrie? Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Pretzke. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Schulte-Wissermann, vielen Dank auch von mir für die Frage. Die Beteiligung der Landeshauptstadt an der Stadtentwässerung Dresden GmbH wird aus steuerlichen Gründen im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung Dresden gehalten. Die Entscheidung dazu hat der Stadtrat getroffen, und zwar in seiner Sitzung am 25. November 2010. Der Eigenbetrieb vereinnahmt infolgedessen sämtliche Gewinnausschüttungen der Stadtentwässerung Dresden GmbH in Höhe der jeweiligen Gewinnausschüttungen werden keine Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt benötigt. Die in Rede stehenden zusätzlichen Gewinnausschüttungen in Höhe von 12,5 Millionen Euro konnten bisher aufgrund ausstehender Gremienmitbestimmung weder in der Mittelfristplanung des Eigenbetriebes noch in der Mittelfristplanung der Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt werden. Mit dem Zufluss an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden in den Jahren 2026 bis 2028
wird lediglich der bisher in den Planungen bezifferte Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe der 12,5 Millionen Euro kompensiert. Die dadurch frei werdenden Mittel im städtischen Haushalt stehen grundsätzlich als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung, über deren Verwendung dann der Stadtrat entscheidet. Sofern sich der Stadtrat der Landeshauptstadt für eine Verwendung als Zuwendung an die Sachsenindustriewasser GmbH entscheidet, stellt diese Zahlung aus dem städtischen Haushalt dar. Umleitung ist eher ein missverständlicher Begriff. Im Übrigen ergibt sich aus dem Sachverhalt für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen keinerlei Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem bisherigen Plan. Die Frage zu den Gewerbesteuereinnahmen der Chipindustrie in den kommenden Jahren kann so nicht beantwortet werden. Einerseits werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer maximal über den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung hinweg prognostiziert. Andererseits ist der Begriff der Chipindustrie viel zu unbestimmt, um darauf bezogen konkrete Prognosen zu erstellen. Außerdem würde die Veröffentlichung von Prognosedaten lediglich für chipproduzierende Unternehmen in Dresden gegen die Bestimmung über das Steuergeheimnis verstoßen. Gut, also eine Größenordnung hätte mir schon gereicht als Physiker, aber gut, wir haben gehört, Sie wollen das nicht sagen. Gestatten Sie trotzdem eine Nachfrage. Er hatte ja ausgeführt, dass in der Vergangenheit es gut wie keinerlei aktive Mitgestaltung des Stadtrats an den Entwicklungen da um den Flughafen gegeben hat. Wie ist jetzt seitens des OBs oder der Verwaltung vorgesehen, dass in Zukunft der Stadtrat aktiv mit in die Planungen, in die Verhandlungen, in die Konzeptionen mit eingebunden wird? Und um das mal konkret zu machen, welche Vorgänge, Vorlagen kommen jetzt noch, ich sage mal in den nächsten 6, 12 Monaten, über die wir dann in diesem Zusammenhang beraten und entscheiden müssen. Also wir haben ja bereits in den Ausschüssen für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung durch das Amt für Wirtschaftsförderung zu Planung und Koordination von Ansiedlungen anlassbezogen auch berichtet und wir werden das Ganze auch fortsetzen. Aktuell erfolgt unter Beteiligung von Vertretern des Stadtrats ein Gestaltungswettbewerb für das geplante Flusswasserwerk. Die Jury wird voraussichtlich im November 2023 den Siegerentwurf küren. Welche weiteren Vorlagen über den Stadtrat künftig noch alle erfolgen werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abschätzen, aber wir werden Sie weiter kontinuierlich informieren. Vielen Dank. Sie lassen mich leicht unbefriedigt zurück. Wir kommen zur nächsten fragenden Fraktion, das ist die AfD. Herr Lazinski, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften informierte die Mitglieder des Bauausschusses in der Sitzung am 13. September, dass die Stadtverwaltung die Absicht habe, auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses von 2001 zum 17.09.2023 Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn über das Blauwunder aufzumalen und die Verkehrsführung und Ampelschaltzeiten am Knotenpunkt Schillerplatz so zu verändern, dass es gemäß Berechnungen zu erheblichen Fahrzeitverlusten für alle Verkehrsteilnehmer gekommen wäre. Herr Kühn interpretierte hierbei den Beschluss des Stadtrates so, dass die Stadträte bei ihrer Beschlussfassung im Jahr 2001 bereits gewusst haben sollen, was in der 2010 veröffentlichten Richtlinie ERA 2010 zur Ausgestaltung von richtlinienkonformen Radwegen empfohlen wird und welche Auswirkungen richtlinienkonforme Radverkehrsanlagen auf das Verkehrsgeschehen am Schillerplatz haben. Nach Ihrer kurzzeitigen Intervention gegen diese Pläne Ihres Beigeordneten veröffentlichten Sie am 21.09. eine Pressemitteilung, wonach dieser fragwürdige Verkehrsversuch nun doch am 15.10. umgesetzt werden soll. Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass bei den Bussen der Linie 61 und 84 und auch bei den PKWs in den Spitzenstunden allein zwischen Grundstraße und Schillerplatz Verlustzeiten von 12 Minuten zu erwarten sind. Durch die Anpassung der Lichtsignalsteuerung am Schillerplatz soll versucht werden, diese Verlustzeiten zu reduzieren. Dies hätte dann zur Folge, dass sich die Verlustzeiten für alle anderen ÖPNV-Linien und Verkehrsteilnehmer in der Zufahrt von der Tolkewitzer Straße, der Löschwitzer Straße und der Goethe-Allee auf den Schillerplatz erhöhen würden. Denn die Minute hat auch am Schillerplatz nur 60 Sekunden und wird auch irgendwann mal zu Ende sein. Laut Angaben der Stadtverwaltung soll dieser Verkehrsversuch zunächst auf ein halbes Jahr befristet sein und dann, falls erfolgreich, verstetigt werden.
Daher meine Fragen. Welche konkreten Veränderungen der Ampelschaltzeiten werden im Zuge dieses Verkehrsversuchs am Schillerplatz vorgenommen und welche Auswirkungen werden durch diese Veränderungen erwartet? Bitte konkret auch für die Straßenzüge Löschwitzer Brücke, Teugwitzer Straße, Löschwitzer Straße und Goetheallee benennen. Und wann soll eine Erstevaluation des Verkehrsversuches erfolgen und welche Kriterien werden im Zuge dieser Evaluation als Abbruchkriterien definiert? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Laczynski, zunächst, es gibt drei Beschlüsse für Radverkehrsanlagen auf dem Blauen Wunder, der letzte mit dem Radverkehrskonzept 2017 und der Beschluss aus dem März diesen Jahres, der eine Verkehrsuntersuchung fordert, wird ja mit dem Verkehrsversuch umgesetzt. Zu Ihren konkreten Fragen. An der Lichtsignalanlage Schillerplatz wird die Phasenfolge so geändert, dass eine gemeinsame Freigabezeit der getrennt signalisierten Fahrstreifen für den Rechtsabbieger und den Geradeausfahrer Linksabbieger ermöglicht wird. Dadurch werden gegenseitige Blockierungen der Fahrstreifen bei hohem Verkehrsaufkommen minimiert. Im Frühspitzenprogramm wurden die Freigabezeiten für die Löschwitzer Brücke verlängert. Grünzeiten wurden abhängig vom Verkehrsaufkommen an den Zufahrten Teugewitzer Straße um 2 Sekunden und Naumannstraße, das ist, ich vermute, Sie meinen nicht die Goethe-Allee, sondern genau die Naumannstraße, um 8 Sekunden gekürzt. Und die von Ihnen angesprochene Simulation diente ja genau der LSA-Steuerung, um die entsprechend anzupassen, damit die in der Simulation aufgetretenen Verlustzeiten nicht eintreten. Zu Ihrer zweiten Frage. Das Erstmonitoring für den Verkehrsversuch erfolgt in der ersten Woche nach Umsetzung durch Reisezeitanalysen der Buslinien 61 und 63. Ebenfalls täglich werden die Verkehrsmengen an den vorhandenen Pegelzählstellen des Umfelds erfasst und ausgelesen. Bei einer Umsetzung des Verkehrsversuchs, wie avisiert am 15. Oktober, erfolgt die Erstevaluation 8 Tage später. Dabei erfolgen qualitative Erfassungen, zum Beispiel Konfliktbeobachtungen und Messungen, zum Beispiel von Rückstaulängen und Verkehrsmengen. Wir haben dafür ein Ingenieurbüro beauftragt. Ein Abbruch nach der Erstevaluierung erfolgt, wenn nach der ersten Woche die Erhöhung der mittleren Verlustzeit in der kritischen Spitzenstunde, das ist ausschließlich die Frühspitze der Busse 61 und 63 gegenüber 2022 im Bereich des von Ihnen angesprochenen Simulationsergebnis liegt oder es zu schweren Unfällen, Personenschäden kommt, die auf das Design des Verkehrsversuchs bzw. die Radverkehrsanlagen zurückzuführen sind und die gegenüber der bisherigen Situation auffällig sind. Was wir nicht erwarten, da wir vor Umsetzung der Maßnahme ein Sicherheitsaudit gemacht haben, was genau das verhindern wird. Gestatten Sie noch eine Nachfrage. Wie wird denn in dieser Zeit bei der DVB, gerade beim Thema Fahrplantreue, das im Fahrplan abgebildet, wenn ohnehin schon davon ausgegangen wird, dass es hier zu erheblichen Verlustzeiten kommt? Also ich will nochmal sagen, das ist ein Simulationsergebnis. Wenn Sie die letzten Jahr stattgefundene Vollsperrung des Blauen Wunders simuliert hätten, hätten Sie ein Simulationsergebnis festgestellt, dass das ganze Verkehrssystem in Dresden zum Erliegen gekommen ist. Ich weise mal darauf hin, dass wir auf dem Blauen Wunder aus 3 Fahrspuren 2 Fahrspuren gemacht haben, was gerade in der relevanten Frühspitze zu keinen signifikanten negativen Reisezeitverlusten geführt hat. In der Simulation wäre da auch was anderes rausgekommen, das heißt, was eine Simulation nicht leisten kann, ist, weil es eben keine KI ist, dass entsprechende geänderte oder angepasste Verkehrsverhalten darzustellen. Und deshalb habe ich auch gestern im Stadtbezirksbeirat Blasewitz, wo übrigens fraktionsübergreifend die Diskussion sehr sachlich und konstruktiv war, wo auch aus Ihrer Fraktion durchaus gute Hinweise zur Durchführung des Verkehrsversuches mitgenommen, dass der Vorschlag nochmal geprüft wird seitens der DVB sozusagen auf den Verkehrsversuch in geeigneter Weise, also beispielsweise sozusagen durch Aushänge an den Haltestellen hinzuweisen. Aber wie gesagt, wir gehen nicht davon aus,
dass sich das Simulationsergebnis so einstellt. Wenn doch, trifft das zu, was ich unter Ihrer Frage Nummer 2 beantwortet habe. Vielen Dank. So, als nächste fragende Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Frau Schanetzki, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mit der Gründung des Amts für Schulen Anfang letzten Jahres haben Sie angekündigt, dass nun schneller und effektiver Schulen gebaut werden sollen. Die Zentralisierung des Amtes für Schulen in den Anhöfen sollte hier zusätzlich positiv wirken. Nach wie vor gibt es Schulgemeinschaften, die ihren Schulalltag sehr entbehrungsreich bestreiten müssen, beispielsweise durch Verzögerungen beim Bau wie das Gymnasium Leo. Daher meine Frage: Welche konkreten Beschleunigungen im Schulbau konnten in den letzten anderthalb Jahren erreicht werden? Welche Effizienzsteigerungen wurden erreicht und bei welchen in Planung und baubefindlichen Schulprojekten müssen aktuell Verzögerungen im Blick auf die durch den Stadtrat beschlossenen Inbetriebnahmeschuljahre in Kauf genommen werden? Da würde ich Sie bitten, das kurz aufzuzählen. Die Beantwortung übernimmt der Bildungsbürgermeister Herr Dunhauser. Ja, liebe Frau Schanetzki, konkret auf die Frage nach der Beschleunigung geantwortet haben wir dadurch, dass wir die Zuständigkeiten im Amt für Schulen seit anderthalb Jahren gebündelt haben, eine deutliche Verkürzung von internen Abläufen erzielen können, die dazu führen, dass Vorlagen wesentlich schneller in den Geschäftsgang gebracht werden können. Diese kürzeren Wege haben sich dadurch noch mal ein Stück weit potenziert, als der Stadtrat dankenswerterweise zugestimmt hat, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt für Schulen konzentrieren können, wo also auch die Wege, damals 5 Standorte auf einen beschränkt worden, und wir arbeiten nach wie vor an dem Fachkonzept, und wenn ich sage arbeiten nach wie vor, wird es ganz konkrete Vorschläge geben, was in Bezug auf die Änderung der Hauptsatzung angeht. Das ist ja ein ganzes Paket, was die Hauptsatzung angeht, auch dort werden Vorschläge, ohne dass ich jetzt schon vorgreifen will, drinstehen, wo also der Schulhausbau nochmal deutlich beschleunigt werden kann, beziehungsweise hatten wir ja auch gemeinsam, jetzt nie beschlossen, aber gemeinsam vereinbart, dass eine Reihe von Schulhausbauprojekten an die Stesat als GÜ gehen wird, wie zum Beispiel Leo als ein Beispiel oder die Universitätsschule, und deshalb gibt es dort auch deutliche Beschleunigungseffekte, was den Zeitrahmen angeht, Ausschreibungen, Vergaben beziehungsweise zum Schluss auch Umsetzung und Inbetriebnahme. Was das Thema angeht, Nutzungsaufnahme von im Stadtrat beschlossenen Projekten, würde ich jetzt hier nicht alle, das wird man dann an die Antwort dranhängen, alle Schulen aufzählen, wo wir eine Nutzungsverzögerung haben, das heißt also aus verschiedenen Ursachen die Nutzungsaufnahme nicht so gewährleisten. Als eines der prominentesten Beispiele ist die 88. Grundschule, wo wir jetzt vorsehen in Pillnitz, wo wir jetzt vorsehen, im Februar 24 an den Start zu gehen. Dort gab es verschiedene Ursachen, die diese Nutzungsaufnahme so verzögert haben. Da will ich jetzt nie wieder auf Corona kommen oder auf den Angriffskrieg auf die Ukraine. Das sind natürlich auch wesentliche Ursachen, aber dort war zum Beispiel eine Ursache, dass zu oft die Projektleiter gewechselt haben, die das Projekt steuern sollten. Dort sind wir jetzt auf dem Weg, dass wir also Februar 24 diese Nutzungsaufnahme machen können. Und vielleicht noch 2 weitere prominente Beispiele. Universitätsschule, dort waren wir ja uns einig, dass wir dann doch aufgrund dessen, dass wir Fördermittel von Freistaat einsetzen können, jetzt die Aufgabenbeschreibung, also am einen Standort doch alle Klassen 1 bis 12 entsprechend in einem Lernhaus abbilden. Das würde bedeuten, oder das bedeutet, das weiß aber auch die Schule, dass wir ein Jahr länger brauchen für die Nutzungsaufnahme. Und das andere, weil es konkret in der Anfrage jetzt nochmal benannt wurde, Gymnasium Leo. Dort hatten wir diverse Schwierigkeiten, ist jetzt auch kein Geheimnis, was die Aufstellung der vorbereitenden Bauleitmaßnahmen angeht, beziehungsweise auch Planungsvorläufe. Und dann ist noch, ich will das gar nicht jetzt bewerten hier inhaltlich, ist natürlich dazu gekommen im Frühjahr, dass sich der Bauausschuss dagegen ausgesprochen hat, was die Straßenführung Bodenbacher Straße angeht, was uns nochmal um ein Jahr jetzt zurückwirft und wo man also hier bei dem Gymnasium Leo jetzt davon erst ausgehen, dass man ab 1.8.2026
die Schule in Betrieb nehmen können. Aber wie gesagt, es gibt noch eine Menge andere Schulen, das würden wir aber an die Antwort dranhängen. Gestatten Sie eine Nachfrage? Das Fachkonzept, das wird ja nun schon seit geraumer Zeit immer wieder angekündigt. Können Sie das nochmal bitte terminieren, wann uns das erreichen wird? Wir können es mal so vereinbaren, es fehlt noch der grüne Haken vom Oberbürgermeister. Wir können uns aber mal so vereinbaren, dass wir den, bitte? Dass wir mal einen Entwurf. Ja, ist immer so. Der Oberchef hat den grünen Haken. Das ist im Ministerium so, das macht der Bundeskanzler so, das macht Robert Habeck so, das macht Annalena Baerbock so. Also, da müsst ihr da vielleicht bei euch erkundigen, wie das ist in der Verwaltung. Aber mal ohne jetzt Spaß, wir würden mal einen Entwurf hier im nächsten Bildungsausschuss vorstellen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fragestunde, Herr Krüger für die CDU. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Bauland ist in unserer Stadt knapp und es wird auch sehr schleppend Neues ausgewiesen. In Tolkewitz zwischen der Kipsdorfer und der Altenberger Straße gibt es ein wesentliches Gebiet, das für Wohnungsbau nicht nur geeignet, sondern geradezu ins Auge springt. Bereits 2013, also vor 10 Jahren, fand ein Werkstattverfahren für das Wohngebiet zwischen Kipsdorfer und Altenberger Straße statt. Es gab sogar einen Siegerentwurf. Des Weiteren gibt es einen vor Jahren beschlossenen Antrag der CDU-Fraktion zur Schaffung eines neuen Ortskernes in Tolkewitz und Seidnitz. Meine Fragen dazu. Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand der Planung für das gesamte Wohngebiet? Wann und in welcher Form werden der Stadtrat und der Bauausschuss damit befasst? Und drittens, wie sind die konkreten Umsetzungsschritte für die nächsten Jahre? Die Beantwortung übernimmt der Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Krüger, vielen Dank für die Frage. Ergänzend zu den Beschlusskontrollen, zu dem auch von Ihnen angesprochenen Antrag aus Ihrer Fraktion, kann ich Folgendes mitteilen. Wir haben zum einen den Bebauungsplan 3038, Wohnstandort Kipsdorfer Straße, Wesensteiner Straße. Dort hat im Sommer vergangenen Jahres die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gab im Mai 2022 auch in der Aula vom Gymnasium Tolkewitz eine öffentliche Erörterung. Nach Auswertung der entsprechenden Stellungnahmen wurde in den letzten Monaten gemeinsam mit den Grundstückseigentümern die verschiedenen Planungen, also Architektur, Erschließung, Klima, Energie und so weiter fortgeschrieben und präzisiert. Und auf dieser Grundlage wird aktuell der Bebauungsplanentwurf erarbeitet und die Sitzungsvorlage, also die Stadtratsvorlage zur Billigung des Bebauungsplanentwurfs soll die Gremien des Stadtrats und natürlich den Stadtbezirksbeirat Plasewitz im ersten Quartal 2024 erreichen und behandelt werden. Dann haben wir, das wissen Sie, kennen Sie ja auch, den südlichen Teilbereich dieses Bebauungsplans. Dort hatte ja auch initiiert vom Stadtbezirksbeirat Plasewitz, sich der Wunsch artikuliert, experimentelles Bauen zu ermöglichen. Und dort gab es dann eine Mehrfachbeauftragung für dieses Quartier 3, an der auch im Verfahren dann Stadtratsfraktion, Stadtbezirksbeirat und Gestaltungskommission eingebunden waren. Und am 3. Juli hat das Gremium einen Siegerentwurf gekürt und das ist ein Dresdner Büro geworden. Querfeld 1 heißt das Büro und dieser Siegerentwurf, das ging heute passenderweise auch als Pressemitteilung raus, dieser Siegerentwurf ist jetzt ab dem 9. Oktober bis zum 29. Oktober im World Trade Center ausgestellt, also man kann da jetzt sehen, wie dieses südliche Quartier sich entwickeln soll. Und für dieses Quartier ist eben vorgesehen, dass es dann einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gibt. Und die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens hat also der Vorhabenträger am 18. August eingeleitet. Das bedeutet, dass sozusagen dann auch entsprechend die Vorlage dann zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zeitnah eben auch in die Gremien kommt, weil das muss noch explizit beschlossen werden.
Dann gibt es ja weitere Entwicklungen. Wir haben ja dort auch den Neubau des Gymnasiums der Freien Evangelischen Schule in Dresden. Hier ist ja schon im Mai 22 bis September ein städtebaulicher Ideenwerkstatt durchgeführt worden. Und Ziel war es dort, dem Schulgebäude, Sporthalle und Freiflächen eben einen städtebaulichen Plan zu entwickeln. Und die entsprechenden Überlegungen sollen eben die Erarbeitung eines Bauantrags Berücksichtigung finden. Aktuell wurden auf diesem Erbbaurechtsgrundstück der ehemalige Gebäudebestand abgerissen und es wurde eine Interimsschule in Modulbauweise für 150 Schülerinnen und Schüler errichtet. Und wir befinden uns jetzt gerade wirklich in sehr konkreten Abstimmungen zum Bauantrag für die Errichtung eben des neuen Schulgebäudes mit Turnhalle, Freiflächengestaltung und Pausenanlagen. Und Ziel ist es natürlich sehr zügig, dann diese Baugenehmigung erteilen zu können. Und so dass dann auch der Fall ist, würden wir auch den Stadtbezirksbeirat an der Stelle unterrichten. Wichtig ist für die Entwicklung des Gebietes auch noch die Herstellung und Gestaltung des zukünftigen Stadtteilparkes südwestlich des Schulcampus Tolkewitz. Und hier soll es voraussichtlich im Jahr 2025, also begleitend auch zur hochbaulichen Entwicklung, eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgen und eben eine Freiflächenplanung auch auf Basis der Beteiligung erarbeitet werden, zusammen natürlich mit dem Stadtbezirk. Und hier müssen dann für die Realisierung noch die entsprechenden Haushaltsmittel in den Folgejahren eingeplant werden. Letztes Thema, was ich noch ansprechen will im Rahmen dieses gesamten Entwicklung des Rahmenplansgebiet, ist natürlich das Erschließungskonzept, das weiter verfeinert werden muss. Stichworte sind dort die Verbesserung der ÖPNV-Erschließung und auch natürlich das Thema ruhender Verkehr. Auch hierzu wird es in den nächsten Jahren Arbeiten geben, die natürlich mit der weiteren Entwicklung des Quartiers einhergehen müssen. Kurze Nachbemerkung. Vielen Dank für die Ausführungen. Die waren sehr, sehr umfänglich. Es scheint ja dort zumindest ein Bewegen zu sein. Aufgrund der Umfänglichkeit würde ich um eine schriftliche Ausreichung. Gut. Danke. So, damit.